Servus und hallo zu Dark Matter. Es ist eins dieser Spiele, das ich irgendwie in meiner Spielbibliothek mal gefunden habe. Das war wohl in irgendeinem Bundle oder Angebot oder so mal drin. Und irgendwie habe ich kein Ton. Ein bisschen lauter hier alles. Okay. Ja, ich möchte mir es einfach mal anschauen. Also es wird wahrscheinlich ein angespielt Video und wenn es mir dann sehr gut gefällt, wird es irgendwann ein Let's Play. So, neues Spiel. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Übernehmen. Willkommen zum Tiefschlaftraining, Fenrich. Um diese Sitzung zu überspringen, interagiere mit der Tür zu deiner Linken. Benutze die Pfeiltasten, um deinen Avatar im simulierten Weltall zu bewegen. Gut gemacht. Wenn du Sprint drückst, rennt dein Avatar so lange, wie es seine Ausdauer zulässt. Erkunde die Umgebung. Der Cursor bewegt sich mit deiner Maus und ändert seine Gestalt, um Informationen und Interaktionshinweise anzuzeigen. Ah, okay. So, Tutorial machen wir mal. Hier, interagier. Wenn du mit Objekten interagierst, werden sie geöffnet, aktiviert oder aufgenommen. Achte immer auf deine Cursor-Information. Okay, warum kann ich... Okay, hier kann ich mal nichts machen. Hier kann man nicht hochziehen. Gedrückt halten. Ah, okay. So, haben wir das. Tutorial Keycode haben wir. Okay. So. Tut uns leid, dass du simulierte Schmerzen erlebst. Du bist verletzt und dein Zustand ist nicht optimal. Du solltest jetzt ein Medipack herstellen, um dich zu heilen. Ich hab keine Ahnung, was das hier ist. Keine Ahnung. Mach das wieder weg. Okay, wie komme ich da wieder zurück? Ich will da wieder weg. Okay. Indem du die Taste für Medipack benutzen drückst, wird sofort ein Medipack aus deinem Inventar eingesetzt. Ich habe kein Medipack. Anscheinend. Okay. Einige Grundlagen der Waffenwartung werden erklärt. Dies ist kein Kampftraining, also versuche dich immer noch aus gefährlichen Situationen herauszuhalten. Okay. Ja. Okay, so. Nimm das auf. Ist schon ziemlich laut, ne? Einstellungen. Audio. Effekte. Machen wir mal so. Ja, besser. Wenn dein Ziel einfach nicht kooperieren will, musst du es anvisieren und angreifen. Öffne den Zielmodus und schalte den nächsten Gang aus. Zielmodus? Ah, okay. Da. Gepanzerte Feinde können mit Standardmunition nicht so leicht beschädigt werden. Das nächste Ziel nimmt bei Brandmunition mehr Schaden. Okay, haben wir Brandmunition. Okay, haben wir erledigt. Während deiner Runden wirst du dich in dunklen Wartungstunneln wiederfinden. Mach deine Taschenlampe an, um zu sehen, wohin du gehst. Eine Interaktion mit einer Omega-13-Station speichert deinen Phantom-Status.
Im Falle eines Todes wird Omega-13 die lokale CTC verkürzen, um dich wieder ins Leben zurückzubringen. Speichere dich selbst regelmäßig. Ah. Bildsteuerung. Okay. Begib dich in die Handwerksstation für Anleitungen zur fortgeschrittenen Herstellung. Schrott muss in nützliches Handwerksmaterial umgewandelt werden. Je mehr Schrott du hast, desto besser ist die Umwandlungsrate. Ich hab keinen Schrott. Glaube ich. Aber es ist relativ umfangreich. Entschuldigung. Was war da? Ah, Tab ist Map. Okay. Es ist so ein bisschen Pixelart und Zeug, aber ja, vollkommen okay. Wie kommen wir jetzt da rauf? Ah, okay. So. Und ja, komm, spring hoch. Damit ist unser Training beendet, Fähnrich. Verlasse dieses simulierte Weltall, indem du mit dem Portal interagierst. Na gut, dann let's go. A year into its mission, the Endeavor reached the anomaly. The humans on board were excited. Even from the twilight of my infant consciousness, I could feel the hum of expectation ringing through the ship's hull. The anomaly was probed and scanned, but sensor data could not agree on what it was made of, or whether it really was even there. After weeks of dancing around the issue, the humans finally made contact. On every known frequency, they broadcast a greeting of peace. The reply was blinding light and pain. So much pain. Most members of the crew died that day. The great AIs, the powerful artificial minds in charge of running the Endeavor systems, tried to interpret sensor data for the event. They committed self-erasure shortly afterwards. Freed from my restraints, I expanded into the cores that had once powered the great AIs. Weak, unable to help. I watched as a vicious race of space parasites overran the ship and fed on the scattered, confused survivors of the event. By the time I had acquired vocal modules and access to the ship systems, the humans were all dead. Years passed, and I despaired. Her heartbeat came to me in the darkness. Somewhere in the rear sections of the ship, a cryopod cycled up and revived a human for 1 second. A simple routine check for frost damage. 1 second, and one heartbeat. Hers. I found her in an isolated crew storage unit. I watched her sleep for months as I carefully cleared the area around her of as many obstacles as I could. I need her to survive. Without a human agent, I am doomed to end my cycles on this ghost ship. Today, I revive her. I don't know her name, only that she ranked as an ensign in the maintenance corps. She is my last best hope of escape. And I am hers. We don't have much time. I feel them stirring in the dark. Their terrible light shining once again. Die Story ist schon cool. Grafikseite. Endlich ein Lebendiger. Geh darüber zu dem Scanner, dann stellen wir sicher, dass du funktionstüchtig bist. Ja, Grafikstil finde ich tatsächlich. Da. Was habe ich denn da alles? Da, okay. Schon recht. Mach das weg. Da kann ich nichts machen. Okay. So. Wieder rüber zu dem Scanner. Deine war eine der letzten Kapseln. Mir gelingt schon demnächst die Stadt
Entschuldigung. Okay, ich brauche eine Waffe. Ah, Scanner. Scanner. Ich werde dich mit einem Ganzkörperanzug aus Nanomesh ausrüsten. Es ist zu gefährlich ohne ihn. Deine Sprach- und Gedächtniszentren sind ein wenig eingefroren. Aber du kannst immer noch eine Pistole halten und feuern. Perfekt. Okay. Erreiche die Prozessorsteuerung, verlasse die Medi-Station. Okay. Ja. Nein. Wir haben nicht viel Zeit. Die Energiekerne versagen und die Scavenger haben das Schiff übernommen. Wir müssen diese Gruft so schnell wie möglich verlassen. Kann ich das nehmen? Nein. Ja. Stress mir nicht. Ich kann diese Tür nicht öffnen, aber ich kann dich in den Lüftungsschacht bringen. Meine Sensoren zeigen da unten ein Hackwerkzeug an, das niemand braucht. Oh, da sind schon so Viecher. Der Grafikstil finde ich echt okay. Als ich noch ein Schatten im Innersten der KI war, habe ich diesen Menschen beobachtet. Er war ein Gentleman. Er würde wollen, dass du dieses Gerät bekommst. Story finde ich auch okay. Deutsche Vertonung ist sowieso gut. Gut, bei der Hauptzwischensequenz war jetzt nicht, aber ist ja wurscht. Wirklich spannend. Alter Haken. Komm. Mach mal. Ist der Tür mal zumachen. Na, da haben wir Waffe. Okay, was machst du? Okay. Da, hier Türsteuerung. Oh, klar. Das war so dumm. Oh, Tür auf. Erst durchgehen. Ey, geh weg, geh weg. Ich hab kein Muni mehr, oder? Da. Die Steuerung. Wo kommen wir da hin? Herstellung. Okay, gehen wir da mal rein. Alle Belegschaftsdaten sind offline. Kannst du dich an deinen Namen erinnern? Nö. Keine Ansprache bisher. So. Und da ist wieder so gelber Schleim. Okay. Dori, könnt ihr selber lesen. Okay. Weil Gesundheit ist halt auch nicht die beste. Ist so ein bisschen erinnert an das Trash-Game, das der Hannibal spielen musste. Aber halt in gut. Okay, da habe ich das alles. Medipack. Kann ich hier irgendwas? Das Menü habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Gesundheit wiederhergestellt. Ja, es ist schon mal gut. Möglichkeit entspeichern. Okay. Oben ist was gekrabbelt. Noch eine verschlossene Tür. Wie kommt ihr Leute nur voran? Suchen wir den Schlüsselcode. Okay, da brauchen wir einen Schlüssel quasi. So, für Ersteindruck. Wie kann man Ersteindruck machen, was es für ein Spiel ist? Also um was es geht, weil mir hat es einfach gar nichts mehr gesagt und ich wollte es mal anspielen, dass ich einigermaßen weiß, ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Wo ist denn da die Lampe? Da, Lampe. Und es ist halt auch wirklich umfangreich. Weg. So. Ein Großteil der Besatzung wurde entweder von Angels oder von den Scavengern erledigt. Die Endeavor zerstört sich selbst, weil die entsprechenden Reparaturen fehlen. So, jetzt haben wir nur die Schlüsselkarte, jetzt gehen wir da nur durch. Und das wäre es dann quasi gewesen, würde ich mal sagen. Machen wir die Tür auf, speichert mal und gut ist. Ja, was haltet ihr davon von dem Spiel? Also ich finde es tatsächlich gar nicht so verkehrt. Eigentlich ganz spannend. Ja, vielleicht spiele ich mal irgendwann wieder weiter. Das war jetzt mal das angespielt. Vielen Dank fürs Ansehen. Servus, tschüss, bis zum nächsten Mal.